WDR. Zum ersten Mal während seiner Amtszeit besuchte der münsterische Bischof Felix Genn die Zeche in Nebenbüren. Er informierte sich unter anderem über Arbeitssicherheit und über die Ausbildungssituation für Jugendliche. Betroffen zeigte er sich über die drohende Schließung der Zeche in 7 Jahren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Werk erhalten bleiben muss. Das ist eine Überforderung einer bischöflichen Aufgabe. Ich kann nur sagen, behalte im Blick, dass es hier leibhaftige menschliche Interessen gibt. 2018 laufen die Kohlesubventionen aus. 2.500 Arbeitsplätze stehen bei der Eppenbürener Zeche auf dem Prüfstand. Die RAG Anthrazit GmbH ist der größte Arbeitgeber in der Region.